Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pokémon Purpur. Ja, wir sind wieder da. Nach der reibungslosen Top 4 und dem Kampf gegen Sagaria und Nemila sind wir endlich durch mit der Main Story. Nicht so ganz. Uns fehlt noch eine. Und zwar, das ist die Zone 0. Wir sollen uns jetzt mit Pepper am Tor zu einer Null treffen. Aber bevor ich da reingehe, möchte ich mal eine Kleinigkeit ändern. Wir laufen schon seit einer Ewigkeit mit dem gleichen Design durch die Gegend. Ich werde jetzt einfach mal ein bisschen mich verschönern lassen. Ich gehe jetzt einfach mal zum Friseur. Und werde mich natürlich auch noch anders einkleiden. Das ist schon eine Weile her, wo wir beim Friseur waren. Und mal schauen, wie wir uns so schön einkleiden können. So, wir haben ja ganz normal die Frisuren hier. Das ist ja die Standardfrisur. Dann haben wir Flechtzopf, kurzer Bob, lang und gerade. Ja, wenn ich das hier sehe, sieht es fast aus, als wären wir kein Junge mehr. Ja, das sieht so aus, als hätte ich, als hätte ich einfach, bin ich halt Multimillionär mit so einem Haaren. Aber ja, passt schon. Nehmen wir mit. So. Yep. Dankeschön. Und jemand aus meiner Freundesliste spielt Stardew Valley. Super Game. Sieht gut aus. So. Mit, komm, wir haben so viel LP. Dann bezahlen wir mit LP. So, und dann gehen wir jetzt noch rüber zum Einkleiden. Denn direkt daneben ist noch die Ankleidemöglichkeit. Also wenn ich jetzt richtig geguckt habe. Ich glaube, das ist aber auch nur Brustschutz, ne? Brustschutz, das ist also Rücken, Modestraße. Ah, okay, hier kriegen wir nur Taschen. Okay. Jetzt müssen wir wahrscheinlich auf die andere Seite. Denn, wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange wir jetzt insgesamt noch brauchen für alles. Hier sind Socken. Hier können wir Schuhe kaufen. Hier können wir was essen. Ah, hier können wir uns einkleiden. Ist das jetzt Torsus und Rumpf? Nee. T und R bedeutet doch eigentlich. Okay, es ist einfach nur Handschuhe. Es sah aber von Weitem aus, als würde man dort sich komplett einrichten. Das mir. Weiß ich doch. Naja. Wo können wir. Jetzt ist die Frage, wo können wir uns einkleiden? Nickpick? Rücken? Dann gehen wir jetzt. Aber da waren wir doch gerade bei der Modestraße. Da haben wir doch nichts gefunden, weil da sind Brillen. Da gibt es definitiv Brillen. Hier gibt es Schuhe. Wir gehen nochmal rein. Hier gibt es wirklich nur Schuhe, ne? Ja, hier gibt es nur Schuhe. Da haben wir die Hightech-Sneaker. Ja, bitte. Danke. Ach, jetzt habe ich mich. Ach, die Kamera, die stört manchmal. Dann geht man raus und dann ist die Kamera so, dass man dann wieder in den Laden reinläuft. Da muss man aufpassen. So, jetzt ist es. So, und hier finden wir nur Socken. Hier finden wir Brillen. Und hier haben wir nur Hüte. Jetzt gehen wir schon wieder mal rüber. Hier ist der Friseur. Und hier sind nur Rucksäcke, ne? Schauen wir mal. Weil Rücken, das ist definitiv, das sind nur Rücken, ja, das sind nur Rucksäcke, okay. Es ist schon schwierig, hier überhaupt einen vernünftigen Laden zu finden. Oh nein, ich habe den Fehler schon wieder gemacht. Ach, die Kamera. Kann sich die Kamera nicht mehr entscheiden, ob sie mich nach vorne oder nach hinten raus rausschleckt. Raushaut. So, hier haben wir ja was zu essen. Hier haben wir auch was zu essen. Hier ist auch. Dann haben wir hier gar keinen Laden, wo wir uns einkleiden können. Warte mal, haben wir irgendwas Interessantes, was wir uns im Winter in Uniform. Ja, dann bleiben wir halt einfach beim Winteruniform. Ja, gut. Dann haben wir halt uns nur die Haare geändert. Dann ist es so. Dann bleiben wir so.
Okay, dann... Nein, falsche Taste. Dann geht es jetzt... Da ist die Taste, meine Güte. Dann gehen wir jetzt nach Mesclara City und werden von dort aus hier hochlaufen. Hier, einfach den Weg hier hoch. Am Restaurant, beziehungsweise an der Arena vorbei. Und dann Richtung Zone 0. Ich bin mal gespannt, wie lange wir brauchen. Habe ich das schon erwähnt? Denn hätte ich nicht gedacht, dass ich wirklich so schnell dieses Spiel durchziehe. Weil wenn man sich mal vorstellt, wie oft ich in der Vergangenheit mit Pokémon angefangen habe, also auf älteren Kanälen, und jedes Mal mal abgebrochen habe. Ob ich danach noch irgendwann die DLCs nachziehe, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich noch nicht. Es kann auch sein, dass ich dann bis Pokémon Legenden ZA dann Pause mache. Also dann erst zu Legenden ZA weitermache. So, zum Warmwerden vielleicht mal hier einen kleinen Trainer besiegen? Ja, machen wir mal. Zum Warmwerden. Weil wir müssen, ich muss auch bedenken, ich glaube, die DLCs kosten 40 Euro. Oder waren es 30 Euro? Das erste DLC ist da wahrscheinlich machbar, aber das zweite DLC ist ja eine, ja, da sind die Kämpfe ordentlich ordentlich stark. Ein Magneton. Level 30. Ist Stahl, naja. Aber es ist effektiv. Warum? Ist es wegen Elektro oder? Ich dachte Stahl. Stahl. Nee. Stahl ist doch nicht. Egal. Wir haben es halt besiegt. Das setzt meine Forschung um einiges zurück. Das war halt nur ein Pokémon gewesen. Aber es war Level 30. Eine kleine. Warmwerden-Phase ist okay. Wenn wir hier nochmal gucken. Da ist ein Mundtier. Haben wir hier vielleicht noch irgendwo irgendwas? Also Beeren. Hey, sie so Kids. Was schon lange Zeit nicht mehr vorgefallen ist, Shinies. Wir haben schon lange keine Shinies mehr gefunden. Hey! Hier drüben. Es ist erstmal nur Pepper. Das hier ist das Tor 0. Es wurde gebaut, um Zone 0, die im Inneren des Schlunds von Paldea liegt, zu observieren. Von da drin kann man den Schlund erreichen. Ach ja, das Pokémon, das du bei dir hast. Zone 0 soll der Geburtsort von Miraidon sein. Oder so. Vielleicht freut es sich ja, wenn es wieder in eine Heimat zurück kann. Naja, mir ist es Wumpe. Die beiden Leute, die ich herbestellt habe, sollten beim Tor 0 warten. Gehen wir. Ja, die Reise zum Ursprung. Das ist jetzt die Post-Credit-Story, die halt nach der normalen Hauptstory läuft. Und die wird noch... Ja, die wird noch anstrengend. Bin mal gespannt, ob wir auch dementsprechend verlieren. Mal schauen. Boah, ganz schön dunkel hier. Natürlich, es ist Nemila. Wenn's. Ich habe von Pepper gehört, dass hier haufenweise starke Pokémon geben soll. War ja klar. Man muss nur Wörter, starke Pokémon und Kämpfen erwähnen und schon kommt sie angerannt. Ist noch klar. In der Akademie nervt sie zwar ein bisschen, aber ich könnte sie tatsächlich nützlich sein. Also hier könnte sie tatsächlich nützlich sein. Wie bitte? Willst du dich mit mir anlegen? Aber dafür ist hier eh viel zu dunkel. Wo sind jetzt die starken Pokémon? Das ist wirklich seltsam. Letztes Mal war das Licht an. Ah, jetzt. Oh, jetzt ist es an. Was? Aber wie? Ich habe es eingeschaltet. Ach. Cosmia. Anscheinend war der Stromsparmodus aktiviert. Hallo Cosima. Oder Cosmia. Ach, Cosima, nicht Cosmia.
Ups, Cosima oder Cosmia. Cosima. Warum sage ich die ganze Zeit mal Cosmia? Cosima heißt die. Ich habe mich ins System gehackt und die Einstellung überschrieben. Oh, du bist die mit dem flauschigen Evoli-Rucksack. Die mit dem Rucksack? Mein Name ist Cosima. Alles klar, schön dich kennenzulernen, Cosima. Wir haben bisher noch gar nicht miteinander gesprochen, oder? Ich heiße Nimile und ich bin der 1A. Du kennst dich also gut mit Computern aus, was? Magst du auch Pokémon-Kämpfe? Hör auf! Die ist so... Sie hat Angst vor dir, Nimila. Nix, die redet ja wie ein Wasserfall. Sie kennt sich eben mit Hightech-Kram aus. Sogar der Direktor hat sie empfohlen. So jemanden brauchen wir hier. Als ich ihr gesagt habe, dass es darum geht, Vance zu helfen, war sie sofort zur Stelle. Abenteuer und so sind eigentlich nicht mein Ding. Aber ich habe dir versprochen, dass ich meine Schuld bei dir begleichen werde, Vance. Und heute erfülle ich dieses Versprechen. Du scheinst solche Sachen ja überraschend ernst zu nehmen. Naja, mich kennt ja schon. Ich bin Pepper. Mein Hobbys sind Essen mit Mastifioso und biometrische Authentifizierung erfolgreich. Biometrische Authentifizierung erfolgt. Hallo, Vance. Ich habe auf dich gewartet. Wie es scheint, bist du mit sehr talentierten Verbündeten gekommen. Wer sind sie? Das ist mein Vater, glaube ich. Was? Professor Futurus? Nemila, Matrikelnummer 8050001. Cosima, Matrikelnummer 803B121. Danke, dass ihr gekommen seid. Es ist mir eine Ehre, Sie kennenlernen zu dürfen, Professor. Zumindest Ihre Stimme. Hast du ihm erzählt, dass wir kommen? Als würde ich das tun. Bitte steigt zunächst hinab in den Schlund von Paldea. Mit dem Fahrstuhl zu eurer Rechten gelangt ihr in die untere Kammer. Du, sag mal, Papa. Bitte begebt euch nach unten. Verstehen die sich beide überhaupt noch gut? Sieht so aus. Ich mit meiner coolen Locke. Und mit meiner coolen Frisur. Biometrische Authentifizierung abgeschlossen. Zugang gewährt. Tor zur unteren Ebene wird geöffnet. Wow, eine automatische Tür. Nein, ich denke, sie wird aus der Ferne gesteuert. Wenn ihr das Tor durchschritten habt, befindet ihr euch über Zone 0. Vance, du hast Miraidon bei dir, nicht wahr? Ja, natürlich. Klar. Danke, dass du mit ihm zusammen so viele Abenteuer bestritten hast. Mithilfe der Reittechnik geleitet von Miraidon solltet ihr hinunter zu Zone 0 gelangen können. Gibt's hier keinen Fahrstuhl oder so? Und warte, was? Miraidon kann fliehen? Wenn ihr unten seid, melde ich mich wieder. Ich wünsche gutes Gelingen. Mal wieder keine Antworten. Typisch. Ich bin echt gespannt auf dieses Pokémon in Zone 0. Los geht's, komm schon. Nimila, Mann. Ihr geht's einfach nur um Pokémon, ne? Ach, herrlich. Sie kennt echt keine Angst, was? Nein, kennt sie nicht. Leider nicht. Wir sollten auch gehen. Begib dich zu Zone 0. Bist du aufs Schlimmste vorbereitet, Vance? Klar. Okay, alles klar. Los geht's, dann hol mal dieses Pokémon raus. Was hat es denn? Wenn ihr mich fragt, Höhenangst.
Ah, verstehe. Aber wenn wir alle zusammenfliegen, braucht sich niemand zu fürchten. Das gibt absolut keinen Sinn. Na, los, spring auf. Die sich alle einfach auf Miraidon setzen und nicht einfach... Naja. Es ist mein Pokémon. Nicht euers. Ja, das ist die Zone 0. Ein Ort, den hätten sie definitiv hübscher hinkriegen können. Ich glaube, hätten sie das Anfang November 22, ich lese gleich weiter, verschoben auf Anfang 23, dann hätten sie ein halbes Jahr noch länger gebraucht. Ich denke, das hätte der Community überhaupt nicht geschadet. Dann hätte sich Game Freak einfach weiter mehr Mühe geben können. Es sieht teilweise so aus, als hätten sie innerhalb von nur ein paar Wochen, vielleicht auch einem Monat, einen Ort zusammengeschustert und dann das Spiel rausgehauen. Wie gesagt, ich sag nichts dazu. Es hat sich super verkauft. Es ist auch super gut angekommen. Es ist auch ein gutes Spiel. Aber die hätten viel, viel mehr aus diesem Ort hier machen können. Uff, puh, mir ist zweimal fast das Herz stehen geblieben. Oh, ganz ruhig, armes Biraidon. Und es ist zurück im Pokéball. Nanu, es ist von selbst in den Pokéball zurückgekehrt? Pfff, es hat bestimmt nur Hunger oder so. Moment, wo ist unsere Schulsprecherin? Ja, wo ist Nemila aber wieder, ne? Was? Ich kann sie nirgends sehen. Heißt das etwa... Boah, Leute! Zone 0 ist der Wahnsinn! Was steht hier rum noch wie festgewachsen? Los, kommt schnell! Übereifer von Nemila wirkt. Biometrische Authentifizierung erfolgt. 4 Personen erkannt. Zustand zufriedenstellend. Vitalfunktion im normalen Bereich. Ihr scheint unversehrt angekommen zu sein. Ha, war ja total gemütlich, der Abgang. Das freut mich. Ich war besorgt, dass die gegenwärtige einzige Möglichkeit zum Abstieg recht hohe Risiken birgt. Echt jetzt? Mit Sarkasmus scheint es deinen Vater nicht besonders zu haben. Danke, dass sie sich Sorgen um uns gemacht haben. Nun möchte ich euch bitten, zum Labor 0 vorzudringen, dem tiefsten Punkt von Zone 0. Ich warte dort auf euch. Allerdings ist der Eingang von außen mit 4 Schlössern verriegelt. Ich selbst bin nicht in der Lage, diese zu öffnen. 4 Schlösser. Ihr müsst auf dem Weg zum Labor die 4 Observationsstationen, oh Gott, betreten. Okay, das sind die hier. In diesen Einrichtungen solltet ihr die Schlösser entriegeln können. Viel Erfolg. 4 Schlösser, alles klar. Das klingt fast wie ein Quest aus einem Videospiel. Findet ihr nicht? Dann wollen wir mal auf zum Grund von Zone 0. Und weg sind sie. Wir sind angekommen. Zone 0. Ah ne, da sind sie doch. Boah, was haben wir hier? Wir haben noch... wir können ja Miraidon hier nicht rufen. Der möchte hier nicht reiten. Noch nicht. Kommt noch. Aber wenn wir schon mal hier sind, ich denke, hier verstecken sich bestimmt ein paar coole Items. Und los geht die richtig geile Musik, wenn sie mal durchläuft. Warte mal, war das nicht ein Item? Nö, das sind so diese Kristall... Das ist ein Kristallwind, der hier weht. Und hier warten viele neue Pokémon und auch viele starke neue Pokémon. Ich habe ein einziges Pokémon im Visier, was ich gerne fangen würde wollen, wenn ich es kriege.
Aber das wird wahrscheinlich im Pokéball sehr, 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 sehr schwach zu fangen sein. Mal gucken, ob wir es kriegen. Das ist also der innerste Schlund von Paldea. Er sieht sogar noch beeindruckender aus als auf der Illustration in unserem Labor. Ey, man kann das nicht lesen so schnell. Ihr sprecht zu schnell. Jetzt kann ich so schnell kann ich nicht durchlesen. Oh. Am besten lest ihr euch das selber durch, das ist besser. Weil so schnell wie die reden, kann ich überhaupt nicht lesen. Ich hätte Texttempo auch noch machen können, aber egal, nicht schlimm. Es gibt hier auch, ich weiß nicht, ob jetzt schon die Zonen-Pokémon hier gibt. Oh, hier ist ein schönes Raichu, Level 52. Und es gibt hier auch leider keine Karte, die wir öffnen können. Wir müssen also hoffen und auf unser Instinkt vertrauen. Eine Frechminze. Da haben wir Groll da. Ein Enteron. Da haben wir ein Flamingo. Auch noch ein Enteron. Aber ich glaube, jetzt sind wir falsch abgebogen, ne? Ja. Ja, wir sind hier falsch abgebogen. Dann wieder zurück. Wie gesagt, auch schon am Anfang, wo ich hier im Gebiet war, wenn Game Freak noch ein paar Wochen oder Monate mehr Zeit gehabt hätte, hätten die wahrscheinlich aus dieser Zone was richtig Schönes machen können. Oh, hallo. Ein Geronimatz sag ich gerade, ein Waschakwil. So, das wollte ich meinen. Ich glaube, die hätten es viel, viel besser machen können. Wir haben halt leider die Chance vertan. Das ist ja tiefes Wasser. Dass ihr einfach so da drin laufen könnt, ne? Ich nicht. Ich muss trampen. Toll, ne? Oh, dauert das lange. Ja, mein Charakter ist eben halt ein Kind. Ist halt ein Kleinkind. Oder allgemein ein Kind. Ein Girafarik. Komm schon, zeig dich. Also, ich warte eigentlich auf ein ganz spezielles Pokémon, was es ab sofort hier gibt. Mal gucken, ob es gleich auftaucht. Ich bin gespannt. Er labert alle so schnell. Ich kann es gleich vorlesen. Echt irre. Da ist es. Ich hab's endlich. So, die Frage ist. Oh, Mann. Dadurch, dass ich jetzt. Dadurch, dass jetzt die Leute am Quatschen waren, konnte ich nicht auf Pause drücken. So, das wollte ich haben. Das Farigiraf. Level 55. Okay. Ich glaube, dass ich es wahrscheinlich besiegen werde, wenn ich jetzt ein bisschen jetzt Schaden mache. Nee, doch nicht. Okay. Oh, das tat weh. Oh, du hast aber ein ganz. Oh, du hast aber ein gutes Stat. Ich habe 4 Pokebälle. Ich bin mal gespannt. Ich versuche mal erstmal mit dem ersten. Nein. Okay, schade. Oh, nein. Ränkeschmied. Oh. Dann werden wir jetzt mal. Mal zu Queenie wechseln. Vielleicht haben wir ja Glück, dass wir Hypnose einsetzen können. Weil es setzt ja auch Psychoattacken ein. Und Queenie ist ja vom Typ Psycho, wird also, denke ich, ein wenig aushalten, was aushalten.
So, Hypnose hat 60% Genauigkeit, wird wahrscheinlich daneben gehen, oder? Oh, nee! Es schläft. Bitte bleib weiterhin am Schlafen, danke. Oh ja, wunderbar, es ist drinnen geblieben. Yay, wir haben einen Farik-Giraff fangen. Eine Weiterentwicklung von Giraffarik. Normal Psycho. Wir nennen dich, Fari. So, Fari. So, natürlich erstmal in die Box. Weil wir haben ja einen Giraffarik schon gefangen. Ja, ich kann jetzt nicht hier auf Pause drücken. Ne, ich kann nichts machen. Ich kann das machen. Mehr kann ich nie machen. Weil sie am Quatschen sind. So. Ich will erstmal hier unseren Gastick und unsere Queenie heilen. Aber wie ihr seht, die Pokémon sind hier Level 55 und hauen ordentlich rein. Also wenn ich hier trainieren möchte, kann ich es hier. Aber halt noch nicht jetzt. Es gibt hier auch einen Ort, wenn wir ein normales Sandwich essen, dass dort auch viele Chaneras auftauchen, sogar Hyteras, und uns ordentlich XP geben. Wir können zwar hier unsere Pokémon lange trainieren und auch, denke ich, auf 100 bringen, aber das würde lange dauern. So, wir haben hier dann erst das erste Gebäude, was wir aufsuchen. Tatsächlich, wenn ich mich mal überlege, die Zone 0 war beim ersten Durchlauf noch nicht so krass erforscht. Hier, das ist zum Beispiel ein Pamamo. Kein Pamamo-Mamo, ne? Pamo. Pamamo meine ich. Oh, ein Reitschuh, hallo. Gibt hier viele Items, ey. Top-Elixier. So, hier ist das erste Observatorium zum Öffnen des ersten Schlosses. Ah, hier sind wir richtig, oder? Ja, scheint so. Das muss eins der Gebäude sein, von denen der Professor gesprochen hat. Stimmt, wie heißen die doch gleich? Konservationen? Oh Gott, ey. Observationsstationen. Gott, schwer auszusprechen. Wow, du hast echt ein gutes Gedächtnis, Cosima. Wie? Also so kompliziert war das Wort jetzt auch wieder nicht. Lumi? Oh. Ein Lumiflora. Oh, was kommt denn da? Das sieht aus wie ein Pokémon der Nummer 1. Kommt das dann etwa auch hier aus dem Schlund? Los, Vens. Das nehmen wir uns gemeinsam vor. Lumiflora. Das heißt, wir müssen es bekämpfen jetzt. Das ist einfach... Okay. Oh, das hat ja nicht viel gebracht. Oh nein, Giftspitzen. Oder Giftbelag. Schlagbohrer. Haben wir jetzt Schaden genommen oder hat es jetzt nicht geklappt? Ich frage mich, ob es hier noch mehr seltene Pokémon gibt. Ihr seid jetzt schon eingeschüchtert? Pah, das war erst der Anfang. Ihr habt noch gar nichts davon gesehen, was Zone 0 so alles bereithält. Vielen Dank für diese überaus einfühlsame Warnung, Senor Pepper.
Na, na, Kinderchen, nicht streiten. Los, lasst uns in die Observationsstation gehen. Ich würde es einfach Observatorium nennen. Das ist ein besseres und leichtere Wort. Okay, guckt einfach nur aufgeregt, erschreckend. Das ist da direkt vor ein Item liegen. Ich hab das tatsächlich das Item noch hingekriegt, aber ja, ich bin jetzt leider reingesogen worden. Boah, sind das antike Ruinen? Dafür sieht das hier doch viel zu neu aus. Ihr habt es also unbeschadet zur ersten Observationsstation geschafft. Diese Einrichtung wurde vor 87 Jahren als Basis für die Forschung von Zone 0 gebaut. Deswegen gibt es hier also ein Bett. Wenn wir erschöpft sind, können wir uns hier ausruhen. Alle vier auf einem Bett. Das wird eng. Also dann, Vance, bitte nutzt die Schalttafel in der Mitte, um das erste Schloss zu öffnen. Möchtest du das Schloss zum Labor 0 öffnen? Piep. Das Schloss wurde entriegelt. Noch 3 von 4 Schlössern aktiv. Gut gemacht. Bitte fahrt nun mit den verbleibenden Observationsstationen fort. Möchtest du dich ausruhen? Ja, möchte ich. Danke. Zwar hat das jetzt nicht wirklich viel gebracht, aber das ist hier schlimm. So, weiter geht's. Bisschen nach Schimmel. Na gut. Dann gehen wir jetzt weiter. Das müsst ihr pausieren und selber lesen. Ich kann das leider jetzt nicht so schnell vorlesen, weil das geht so schnell. Ich würde mich eher mehr verhaspeln, als vernünftig lesen. Aber die haben ja aber auch eine Menge an zu quatschen, die, ne? Ich bin hier der am ruhigsten rumläuft und irgendwelche random Items aufnimmt. Und die quatschen einfach. Sag mal, hört doch mal auf jetzt zu quatschen. Mensch. Das hat jetzt so lange gedauert, bis jetzt endlich mal mein Spiel gemerkt hat, ey, yo, du musst mal speichern. Oder Auto speichern. Aber hier sind wir falsch. Oh, ein Waschakwil. Dürfen wir nicht wieder falsch abbiegen. Nicht, dass ich dann wieder den falschen Weg finde. Hypertrank. Oh, mein, jetzt fangen die schon wieder an zu quatschen. Oh, hallo, Shanera. Nee. Dadurch, dass ich jetzt quatschen, kann ich keinen Pokéball werfen. Ach, hört doch mal auf zu quatschen. Toll. Ihr seid so nervig, ihr NPCs. Wirklich. Aber so ein beklopptes Fiaro, das läuft in mich rein. Oh, es ist schrecklich. Wirklich, es ist mega schrecklich. Nur weil ihr am Quatschen seid, weil ihr 3 Milliarden Sätze auf Lager habt, konnte ich keinen Pokéball werfen. Und es hört nicht auf, die sind immer noch am Quatschen. Ja, hier geht's runter. Habt ihr jetzt endlich aufgehört? Meine Güte. Nee, ich möchte nicht nach oben zurück. Das ist ja Wahnsinn mit eurer Quatscherei. Könnt ihr euch irgendwann anders mal die Geschichte erzählen? Oh, hier, da oben ist ein Humanoid. Humanoid, das ist so ein... Das ist Minecraft 3, nenne ich es einfach.
So, da ist das zweite Observatorium. Sorry, Leute, für das Aufregen eben, aber man ist dann gezwungen, nichts zu machen, während die sich totquatschen. Weil das verstehe ich halt nicht, ne? Wir haben drei NPCs-Begleiter, die quatschen sich die Münder wund. Und wir laufen einfach stumpf weiter, ohne irgendwie überhaupt einen Kommentar dazu zu geben. Also, Gabewick, ihr habt hier wirklich zwar gute Arbeit geleistet, was das Spiel angeht, aber schlechte Arbeit an der Umsetzung der Zone 0. Na endlich, die zweite Observationsstation. Na, kommt jetzt noch ein Pokémon? Wozu war jetzt eigentlich die Schwarzblende? Wenn sie nur 5 Meter gegangen sind? Puh, lasst uns drinnen erstmal eine Pause einlegen. Du hast echt null Kondition, das hätte ich irgendwie nicht erwartet, Schulsprecherin. Ich stecke voller Überraschungen, was? Das war kein Kompliment. Oh, ein Botogel? Ah, ein Botogel. Es gibt also auch Pokémon, die man von außen draußen kennt. Nein, das ist kein Botogel. Es ist zwar ein Botogel, aber... Oh, wie süß. Was? Ah! Vince, es will kämpfen! Hilf mir! Es ist kein Botogel, es ist was anderes. Wie hieß es jetzt nochmal? Eisenbündel. Genau, Eisenbündel. Es ist halt Stahl, also wird Fußkick helfen. Coole Augen. Oh, das ist Level 62. Die Kamera spinnt wieder. Hör auf! Hallo, ich möchte auf meinen Gastick. Nee, dann nicht. Die Friertrockner. Interessante Attacke. Da muss man sich mal vorstellen, es ist 62. Und die Levelkurve hier in der Zone ist wirklich hoch. Da muss man aufpassen. Was war das eben? Mir ist fast das Herz stehen geblieben. Für ein Botogel sah das ganz schön roboterhaft aus. Findet ihr nicht? Aber hallo. Der Schreck hat mich bestimmt ein paar Jahre meines Lebens gekostet. Los, gehen wir rein. So, aber leider muss ich euch sagen, ist der Part vorbei. Wir werden im nächsten Part hier in das Observationsstationsgebäude reingehen. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ciao und bis dann.